إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Liebe Geschwister im Glauben, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir loben Allah Azza wa Jal, der uns zu Muslimen gemacht hat. Alhamdulillah, alles Lob gebührt Allah, dem Allmächtigen, dem Allbezwinger. Liebe Geschwister, subhanallah, wem ist bewusst, dass er wirklich Muslim ist? Dass er hier zu dieser Familie dazugehören darf? Wem ist das wirklich bewusst? Die meisten nennen sich draußen Muslime. Die sind stolz, wenn man sie fragt, bist du Muslim? Natürlich bin ich Muslim. Aber wem ist wirklich bewusst, welcher Religion du angehörst? Nenn mir einen Verein, nenn mir eine Ideologie, eine Religion, die so vereint wie diese Religion, subhanallah. Schaut, wie kunterbunt wir sind. Von allen Ländern, subhanallah, sind wir vereint. So viele Kulturen. Und Allah hat uns vereint. Und er sagt zu dem Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam, hättest du alles gebracht, um die Herzen zu vereinen, alles, was auf dieser Dunya ist, du hättest sie niemals zusammengebracht. Aber Allah, azza wa jal, hat diese Herzen zusammengebracht und uns zu Brüdern gemacht, subhanallah. Allahu Akbar. Wie schön ist das, subhanallah, wie schön ist diese Religion? Schmeckst du diese Süße dieser Religion? Nenn mir eine Sache und eine Religion und irgendetwas, wo du immer wieder dieselben Worte erwähnen kannst und es immer wieder diese Worte die Herzen trifft. Wie oft haben wir gewisse Sachen gehört? Gehört und gehört und gehört. Du kannst sie immer und immer wieder hören und trotzdem trifft sie dein Herz, subhanallah. Wie oft haben wir die Shahada mitbekommen von vielen Konvertierten, subhanallah. Trotzdem freuen wir uns immer wieder aufs Neue, Allahu Akbar. Wenn ein Bruder etwa einen Hadith oder eine Ayah aus dem Koran verliest, keiner unter uns sagt, oh, ich kann die nicht hören. Wir freuen uns alle über diese Ayah. Wir alle freuen uns über diesen Hadith, subhanallah. Wie schön ist das doch? Ich meine, ist euch bewusst, dass ihr diejenigen seid, auch wenn die Moschee gerade nicht so voll ist. Normalerweise müsste die überfüllter sein. Dass die draußen Schlangen stehen, so wie die bei den Diskotheken Schlangen stehen, für das Schlechte. Weil das ist, subhanallah, das ist der Weg zum Heil, subhanallah, zum Guten, ins Paradies. Aber sei du froh, dass du derjenige bist, der in die leuchtenden Gesichter blicken darf, subhanallah. Dass du derjenige bist, der dich vor Allah niederwerfen darf, Allahu Akbar. Dass gerade du derjenige bist, der diese Worte wahrnehmen darf. Ich meine, das ist nicht selbstverständlich. Das ist nicht etwas, subhanallah, wo man sagen kann, das ist selbstverständlich. Das ist nicht selbstverständlich. Allah, der Allmächtige, hat uns auserwählt und hat uns zu Muslime gemacht, zu Brüder gemacht. Der hat unsere Herzen vereint. Wir mögen uns. Es gab Jahre, wo manche von uns sich nicht gemocht haben. Wo wir uns aus dem Weg gegangen sind. Ich zum Beispiel, vor über 10 Jahren, wo ich kein Muslim war, hätte ich bestimmt mit den meisten nichts zu tun haben wollen und sie nicht mit mir. Aber Allah hat uns zusammengebracht. Allahu Akbar. Und schaut mal, subhanallah, jeder Mensch soll darüber nachdenken, dass er niemals existiert hat. Niemals hat er existiert. Wer hat uns die Existenz gegeben? Allah, subhanallah. Wir haben nicht existiert, das Leben gab es tausende Jahre vor uns, ohne uns. Und dann, subhanallah, kam der Tag, an dem deine Mutter mit deinem Vater den Beischlaf ausgeübt hat, subhanallah. Und dieses Spermien, subhanallah, deines Vaters, und wenn der Mann, subhanallah, zum Orgasmus kommt, scheidet er mehrere Millionen Spermien aus. Und eine Spermie hat die Eizelle deiner Mutter erreicht, subhanallah. Allah, der Allmächtige, hat dich durch diese Flüssigkeit, durch dieses Spermium, hat er dich geschaffen, hat er dich gestaltet, subhanallah. Du bist heute der du bist. Du kannst hören, du kannst sehen, du kannst sprechen, du kannst wahrnehmen, du kannst fühlen, subhanallah. Du kannst riechen. Deine Hände, mit denen du zupackst, subhanallah, mit den Füßen, mit denen du gehst. Die Wirbelsäule, die deinen ganzen Körper hält. Allahu Akbar. Allah, wir danken dir für diese ganzen Gaben. Und man kann nicht genug danken. Man kann nicht für diese Sachen genug danken, subhanallah. Was kommt obendrauf? Du folgst dem Besten aller Menschen, Allahu Akbar. Du folgst dem Besten aller Menschen. Dem Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dem es gewährt worden ist, subhanallah, dass er vor allen Propheten vorbeten durfte, Allahu Akbar. Vor allen Propheten durfte er vorbeten, subhanallah, bevor er die Himmelreise angetreten hat.
haben alle Propheten hinter ihm gebetet. Als er ins Paradies emporgehoben worden ist von Allah Azza wa Jal, gab es eine Stelle, wo er zu Jibril a.s. gesagt hat, komm mit mir. Und er hat gesagt, nein, mir ist es nur bis hier gewährt, ich kann dich nicht weiter begleiten. Diesen Menschen folgen wir, dürfen wir folgen, Allahu Akbar. Du darfst die Worte Allahs aussprechen, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, ist das selbstverständlich? Nein, die Menschen beten Kreuze an, die beten Hölzer an, Subhanallah, die beten Kühe an, die schwimmen in dem Urin von einer Kuh, Subhanallah, und denken, das wäre heilig. Und Allah hat dich durch den Propheten Muhammad s.a.w. gelehrt, dass er einer ist. Dass er der eine ist, der alles erschaffen hat, Subhanallah. Der Herr der Himmel und der Erde. Der Herr des Ostens und des Westens. Ihm gehört alles und ihm gebührt alles Lob. Durch wen wissen wir das? Durch den edlen Gesandten Muhammad s.a.w. Er hat uns die Botschaft übermittelt, Subhanallah. Und das nicht irgendwie. Er hat die sonderbar so sehr, dass man das gar nicht in Worte fassen kann. Atemberaubend hat er diese Botschaft hinterlassen für uns, Subhanallah. Er ist nicht mehr unter unseren Reihen, aber die Botschaft ist noch vollständig da. Nichts ist verloren gegangen, Subhanallah. Diese Menschen, Subhanallah, die ihm gefolgt sind, wird überliefert, zum Beispiel von Sheikh Islam ibn Taymiyyah, Subhanallah, Rahimullah, dass seine Gliedmaßen ganz stark am Zittern waren, als er vor Allah, Subhanahu wa ta'ala, stand, wenn er den Takbir gegeben hat. Wenn er gesagt hat, Allahu Akbar. Was empfinden wir in dem Moment? Ich habe euch eben gesagt, wir haben nicht existiert. Uns gab es nicht. Mein Bruder, meine Schwester, was fühlst du, wenn du sagst, Allahu Akbar? Was fühlst du in diesem Moment? Ist dir bewusst, dass du vor dem Herrn der Himmel und der Erde stehst? Dass du ihn um etwas bittest, dass du ihn brauchst und er uns nicht braucht? Oder ist dir bewusst, dein Arbeitgeber, Subhanallah, dass du dich beeilen musst, pünktlich da zu sein, zu erscheinen? Ist dir bewusst, Subhanallah, wenn du nicht zu deiner Freundin rennst, dass die Schluss macht und einen anderen nimmt? Sind dir diese Dinge bewusst? Dass wenn du dich nicht beeilst bei einem Geschäft, dass ein anderer dieses Geschäft abschließt? Wir haben mit Allah zu tun, Subhanallah. Allah, wir können das niemals wiedergeben, was er uns geschenkt hat, was er uns gewährt hat, Subhanallah. Nichts von all dem, was ich aufgezählt habe und vieles mehr. Wir können nichts, aber auch gar nichts davon wiedergeben. Und jeder tritt nur durch die Barmherzigkeit Allahs ins Paradies. Ein jener von uns kommt nur durch die Barmherzigkeit Allahs ins Paradies. Und nicht, weil irgendeiner so toll ist. Nein, nur wenn Allah es gewährt. Was sagt der edle Gesandte? Der edle Prophet Muhammad s.a.w. Was sagt dieser edle Mensch? Er sagt, Subhanallah, obwohl ihm die höchste Stufe im Paradies zuteil geworden ist, durch Überlieferungen. Was sagt er? Ich weiß nicht, was mit meiner Seele passieren wird. Allahu Akbar, ja Rasulullah. Allahu Akbar. Du weißt nicht, was mit deiner Seele passieren wird. Und wir hüpfen und springen und lachen und denken, weil wir das Gebet nicht vernünftig verrichten. Und weil wir uns vielleicht ab und zu fünfmal am Tag niederwerfen, Subhanallah, manche von uns vielleicht noch nicht mal, auzu billah, obwohl das unsere Pflicht ist. Sehen wir uns sicher, wie der Bruder eben gesagt hat, Abu Bakr und Umar radiallahu anhu haben geweint. Sie haben gebangt, sie haben die frohe Botschaft im Leben bekommen, dass sie ins Paradies kommen. Und wir? Was ist mit uns? Ich meine, diese deutlichen Zeichen, die wir bekommen haben, was der Bruder eben auch angesprochen hat, die Tsunami-Welle, Subhanallah. Dieses Ausmaß, habt ihr diese Strafe Allahs gesehen? Habt ihr diese Strafe Allahs gesehen? 2004, diese gewaltige Welle, Subhanallah, die Menschen, die diese Welle mit ihren Augen gesehen haben, sie sagen, überlebt haben, sie haben gesagt, wir haben den Zorn Allahs in diesen Wellen gesehen. Wie haben die Menschen sich gefühlt, als die Welle kam? Eine 30 bis 50 Meter hohe Welle, wie haben die sich gefühlt? Sie wollten weglaufen, das Weglaufen war, du konntest nicht weglaufen, vor dieser Welle konntest du nicht weglaufen, ohne Chance. Worauf will ich hinaus? Das meist betroffene Land 2004, wo am meisten Menschen gestorben sind, war Indonesien. Die anderen Länder, die am meisten mitbetroffen worden sind, war Bangladesch, Indien. Wisst ihr, dass dort sehr, sehr viele Muslime leben? Dass vielleicht Menschen darunter waren, die auch sagen, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aber sie haben die Religion Allahs vernachlässigt und vielleicht auch nicht alle, Subhanallah. Also haben wir keine Angst vor der Strafe Allahs? Habt ihr Haiti gesehen? 100.000 Menschen, circa 100.000 Menschen gestorben?
Ich meine, das, was ich alles aufgezählt habe, denkt keiner darüber nach, dass die Strafe vielleicht über ihn selber kommen kann? Schaut mal dieses Bild hier, subhanallah. Wisst ihr, wie das aussieht? Das sind lauter Leichen. Das sieht aus, als ob das ein riesiger Abfallhaufen wäre. Das sind Leichen, subhanallah. Das sind Leichen. So sieht ein Müllberg aus draußen, wo richtig viel Müll liegt. Nicht mal mehr genügend Kapazität, um diese Leichen zu bedecken. Nicht mal genügend Decken, um die Leichen zuzudecken in dem Moment. Könnt ihr euch das vorstellen? Könnt ihr euch das vorstellen, subhanallah? Ich meine, die Brüder, die reden wollen, die sollen bitte draußen reden, weil die stören die anderen Brüder vom Gedenken Allahs. Und das Gedenken Allahs, wie der Bruder eben gesagt hat, ist höher als unser Handy und unsere eigenen Interessen. Ich meine, wir sind gerade, das ist von Allah. Das ist von Allah, dass wir uns hier versammeln dürfen. Die Engel, das ist keine Sage, die Engel, die breiten gerade wirklich ihre Flügel hier aus. Die sind gerade zugegen. Sie steigen auf, empor zu Allah. Obwohl Allah weiß, was hier gerade passiert. Er weiß, was hier geschieht. Und Allah fragt die Engel über uns. Und er fragt sie, worüber sie reden. Und die Engel antworten ihm, über dich, ja Allah. Und obwohl wir Allah nicht gesehen haben, obwohl wir das Paradies nicht gesehen haben, das Höllenfeuer nicht gesehen haben, es ist die Wahrheit. Aber wie sehr glauben wir daran? Wie setzen wir um, subhanallah? Du lebst nur ein einziges Mal in dieser Dunya. Ein einziges Mal. Einmal haben wir alle eine Chance. Eine Chance für deinen ewigen Platz. Das Ergattern deines ewigen Platzes. Wo wird er sein? Wird er da oben sein? Wird er in der Mitte sein? Wird er unten sein? A'udzubillah. Weil viele Menschen fühlen sich sicher. Viele Menschen fühlen sich sicher. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der hat gesagt, es gibt Menschen, die stehen morgens auf als Mu'min und gehen abends, gehen sie als Käfir, gehen sie, a'udzubillah, schlafen. Ich meine, wo? Wir haben keine Garantie, keinerlei. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aus Dank betet er ohne Ende. Seine Füße schwellen an, subhanallah. Seine Frau Aisha radiallahu anha sagt, ja Rasulullah, warum machst du das? Warum machst du das? Dir wurde doch schon alles vergeben. Deine ganzen Sünden. Und er sagt, darf ich kein dankerfüllter Diener sein? Ich meine, mein Bruder, meine Schwester, halten wir uns nur mal vor Augen, wie Allah subhanahu wa ta'ala uns erschaffen hat. Hat dieser Herr nicht alles Recht darauf, auf dich, auf alles von dir, von jedem Atemzug, jeden Herzschlag? Wenn jemand Recht auf uns hat, dann ist das Allah. Der Allmächtige, subhanallah. Und wenn das hier auf dieser Erde, so ein Erdbeben und der Tsunami, subhanallah, 2004, vor einigen Jahren, wenn das so gewaltige Spuren hinterlässt, wie gewaltig wird der Tag des Gerichts, wo Allah so zornig sein wird wie niemals zuvor und niemals mehr danach. Wie der Bruder eben gesagt hat, könnt ihr euch das vorstellen, ein 500 Tonnen schweres Schiff wird ins Landesinnere wie eine Feder vom Wind hineingetragen. Und reißt alles mit sich, was um ihn liegt. Wie schlimm wird der Tag des Gerichts sein, wo kleine Kinder weiße Haare bekommen werden. An einem Tag, wo ein jeder vor seinem Bruder davonlaufen wird. Vor seiner Mutter und seinem Vater. Allahu Akbar. Allahu Akbar. An diesem Tag gibt es keinen Schutz außer bei Allah. Keinen Schutz außer bei Allah Azza wa Jal. Wie sehr sind wir vertraut mit Allah, nicht mit unseren Handys, nicht mit unseren Notebooks, nicht mit unseren Autos, nicht mit unserer Arbeit, nicht mit unseren Kindern, nicht mit unseren Frauen oder Männern. Wie sehr sind wir vertraut mit Allah Azza wa Jal, wenn wir uns niederwerfen. Fühlst du, dass du im Gespräch bist mit dem Allmächtigen? Fühlst du, dass du im Gespräch bist? Schaut mal, wie die Salaf gedacht haben, subhanallah. Die haben gesagt, es gibt manche, die lauschen gerne Gesprächen stundenlang von gewissen Leuten. Aber wenn sie mit Allah im Gespräch sind, beeilen sie sich in dem Gespräch mit Allah. La ilaha illallah. Was für ein Verlust. Was für ein Verlust, dass wir uns im Gebet beeilen. Dass wir rennen, das Gebet schnell zu verlassen. Um der Dunya schnell wieder hinterherzukommen. Wie schnell, subhanallah. Ich meine, meine lieben Geschwister, subhanallah. Normalerweise der Raum, wie er auch gefüllt ist mit Männern, subhanallah. Es ist genug Potenzial, ganz Deutschland auf den Kopf zu stellen. Und die Sahaba sind der beste Beweis. Weil wir Allah, den Allmächtigen, haben. Allah, den Allbezwinger, subhanallah. Die Frage ist nur, wie sehr sind wir von all diesen Dingen überzeugt? Wie sehr bist du davon überzeugt, wenn du sprichst, subhanallah?
Alhamdulillah, Allahu Akbar, dass du gerade Bäume im Paradies pflanzt, wenn du dies aussprichst. Wie sehr bist du davon überzeugt? Oder bist du nicht vielmehr von dieser Dunya überzeugt, subhanallah? Wenn man dir deine Lohnabrechnung vor deinen Augen hält, subhanallah, die einen verblendet. Das, was du nicht mit ins Grab nimmst, subhanallah. Dein Mehl und deine Familie wirst du nicht mitnehmen. Aber deine Taten, subhanallah, die Taten sind das Einzige, was wir mitnehmen werden. Hast du dich gefragt, wie es sein wird, wenn du da ganz alleine, da unten in der Grube drin liegen wirst, wie es sein wird? Wenn du keinen mehr anrufen kannst, wenn du keinen mehr um Hilfe bitten kannst. Selbst deine Mutter wird nicht mehr für dich da sein, die doch immer für uns da ist. Unsere geliebte Mutter, wenn es dir noch so schlecht geht, sie ist immer für einen da, egal wie alt du bist. An diesem Tag, wenn die Erde auf uns draufgeschüttet wird, gibt es niemanden, der uns helfen kann. Der einzigste und beste Freund sind deine Taten. Sind deine Taten. Mach dir das zum besten Freund, deine Taten. Es wird so weit kommen, subhanallah. Ein jeder wird den Tod schmecken, subhanallah. Kosten. Jeder von uns. Kullu nafsi za'iqatul maut. Jede Seele wird den Tod kosten. Jede Seele wird den Tod kosten. Kullu man alayha fan. Alles wird vergehen. Außer was? Außer eine Sache, das Angesicht Allahs, Allah der Allmächtige. Und seine Diener freuen sich auf nichts mehr, als ihn anblicken zu dürfen. Den Herrn der Himmel und der Erde. Dieses Treffen mit Allah wird etwas ganz Besonderes, Unvorstellbares, Unbegreifliches. Wir reden von dem ewigen Leben. Wir reden nicht von etwas, was vergehen wird. Hier vergeht alles. Diese Sitzung wird gleich abgeschlossen. Dieser Tag wird vergehen. Wir werden alle vergehen, alles, was in diesem Leben ist. Aber im nächsten Leben ist alles für immer und ewig. Warum hat der Prophet, unser Liebling, auch das Liebling Allahs, sich so von dieser Dunya entsagt? Weil er wusste, dass diese Dunya trügerisch ist. Und er hat gesagt, es gibt kein Leben außer dem Leben im Akhirah. Was kann dich hier plagen? Dein Besitz kann weggehen. Deine Familie, okay, im nächsten Leben zählt. Deinen Arm kannst verlieren, deine Augen kannst verlieren. Was ist das Schlimmste, was dir hier passieren kann? Was ist das Schlimmste, was einem hier passieren kann? Ich sag euch, was das Schlimmste ist. Dass du deinen Glauben an Allah verlierst. Das ist das Schlimmste, was einem jeden hier auf dieser Dunya widerfahren kann. Dass du schwach wirst, dass du dein Gebet verlässt, dass wir diese Themen überhaupt besprechen müssen. La ilaha illallah. Dass wir darüber reden müssen. Das muss in unseren Herzen brennen. Dass wir über eine Säule des Islam sprechen müssen, dass die Menschen das einhalten müssen. Könnt ihr euch das vorstellen? Wo die für Karl Heinz und was weiß ich nicht, sich zum Hampelmann machen der Nation. Für 5 Euro, für 10 Euro, für 20 Euro, für 100 Euro. Und sich nicht vor Allah, dem Allmächtigen, niederwerfen, weil sie nicht wissen, wer Allah ist. Weil wir vergessen haben, dass Allah allmächtig ist und uns befragen wird für unsere Taten. Jeder wird befragt für das, was er tut. Denkt ihr, Allah lügt in irgendeinem Vers im Koran? Niemals! Alles ist die Wahrheit. Im Stäubchen werden wir abberechnet, liebe Geschwister, im Stäubchen. Wie oft zweifeln wir an uns, subhanallah, wie oft? Selbst wenn du einen Brief schreibst, egal an wen auch immer, mit einer guten Absicht und denjenigen zum Islam aufrufst, und er nimmt den Islam auch nicht an, du wirst es finden am Tag des Gerichts. Alles werden wir sehen im Stäubchen, denn Allah spricht die Wahrheit. Und wir werden uns über diesen Brief freuen. Wir würden uns über einen Klick, wo wir ein islamisches Video angeklickt haben, werden wir uns freuen über jedes Subhanallah, Alhamdulillah, werden wir uns freuen über jedes Allahu Akbar, werden wir uns freuen. Über all diese Dinge werden wir uns freuen. Du lebst nur einmal, mein Bruder und meine Schwester, auf dieser Dunya. Wann begreifen wir das? Wenn du das einem hier sagst, dass ich weiß das, jeder sagt, ich weiß das, dann handel dem nach, dass du nur einmal hier lebst. Du kommst nicht wieder zurück. Gibt's keine Chance mehr. Gibt's kein Bessermachen. Wir wollen hier hoch raus im Job. Wir wollen hier hoch raus. Wir wollen große Familien. Wir wollen alles Mögliche gut haben. Wir wollen ein schönes Auto, eine schöne Wohnung. Willst du im nächsten Leben ewig, für immer und ewig, nichts Schönes haben? Könnt ihr euch vorstellen, dass manche Familienmitglieder von uns in die Hölle gehen? Für immer und ewig. Für immer und ewig. Ich meine, was machst du? Wie oft bittest du Allah, dass sie davon bewahrt werden? Und dass du selber davor bewahrt wirst. Möge Allah uns davor allen bewahren.
Es gibt Menschen, subhanallah, sind in dieser Dunya Verlierer und im nächsten Leben Verlierer. Die glauben hier nicht an Allah und sind erniedrigt in diesem Leben, haben nichts und haben noch im nächsten Leben verloren. Es gibt Menschen, subhanallah, die haben ihr Reichtum, die haben ihr Ruhm, aber die haben im nächsten Leben verloren. Der wahre Sieg ist im nächsten Leben, meine Geschwister. Der wahre Sieg ist im nächsten Leben. Haltet euch das vor Augen, das ist kein Spaß. Allah testet uns. Er hat uns nicht aus Spaß erschaffen. Er hat uns unsere Seelen nicht umsonst eingehaucht. Er will sehen, wer von uns die besten Taten verrichtet. Er will sehen, wer sich am meisten für diesen Herrn abmüht, damit er hochkommt ins Paradies, in die hohen Stufen. Umar radiallahu anhu und Abu Bakr haben immer gewetteifert. Wo ist unser Wetteifer? Allah ruft die Gläubigen zum Wetteifern im edlen Buch. Wo ist unser Wetteifern für diese Religion? Und damit meine ich nicht einfach nur zum Yawm al-Jumma zu erscheinen. 24 Stunden am Tag muss dein Herz für diese Religion schlagen. Wenn du etwas erreichen willst im nächsten Leben. Und wie gerne wird doch jeder hier in diesem Leben gelobt. Und wie ungern werden wir alle getadelt in diesem Leben. Wie ungern. Keiner wird gerne getadelt. Was meint ihr, wenn Allah uns tadeln wird? An einem Tag, subhanallah, wo es keinen Schatten gibt, außer bei Allah. Ich meine, fühlst du das? Fühlst du das in deinem Herz, diesen Stolz als Muslim? Kannst du sagen, wenn ich jetzt am Anfang gefragt hätte und ich hätte gesagt, zeigt Allah auf, wer liebt den Gesandten Allahs, wären die Hände alle hochgegangen. Wie sehr lieben wir ihn wirklich? Nicht mit der Aussage, nicht einfach nur von der Zunge. In unserem Handeln, in unseren Taten. Zeig, wie sehr du den Gesandten Allahs liebst. Ich möchte euch ein paar Beispiele von den Sahaba geben. Radiallahu anhum. Schaut mal, subhanallah. Allahu Akbar. Abu Bakrs Vater nimmt den Islam an. Unvorstellbar, er nimmt den Islam an. Und er weint. Ein Tag der Freude. Ein Tag, subhanallah, wo der Vater von Abu Bakr sich von der Hölle rettet. Und er weint. Und der Gesandte Allahs fragt ihn, ja, Abu Bakr, warum weinst du? Und er sagt, ich wünschte, es wäre dein Onkel, ja Rasulullah. Allahu Akbar. Haben wir nur ansatzweise diese Liebe für den Gesandten Allahs, der uns diese Botschaft mit so viel Qual und Mühsal überliefert hat, überbracht hat. Dieser edle Mensch weint. Sein Vater nimmt den Islam an, aber weil er den Gesandten Allah so sehr liebt, sagt er, ich wünschte, es wäre dein Onkel Abu Talib, der für alle Zeiten in die Hölle gehen wird, la ilaha illallah. Und du darfst dich Muslim nennen. Mein Bruder und meine Schwester, wir dürfen uns zu dem Islam dazu gehören dazu. Ich meine, solche Menschen, die haben den Propheten unterstützt. Aber Allah hat das Herz nicht geöffnet. Allah ist derjenige, der das Herz öffnet, von wem er will und verschließt, von wem er will. Deswegen, Alhamdulillah, dass ich vor euch stehe und dass ich mich als Muslim bekenne. Und es ist mir auch egal, ob ich vor euch stehe oder da unten stehe. Denn ich lasse mich auch gerne ermahnen, dass ich einfach nur mit euch sein darf, dass ich dieser Religion angehören darf. Und wenn ich das letzte Glied in dieser Kette bin, Alhamdulillah, dass ich dazugehöre, dass ich dazugehören darf. Aber sowas kennen wir gar nicht bei uns in der Religion, letztes Glied in der Kette. Nur wir machen das so. Wir denken, wie die Brüder eben gesagt haben, nur der Sprecher ist wichtig, aber das ist nicht so. Nennt mir eine Firma, subhanallah, die nur Pressesprecher haben, da würde jede Firma kaputt gehen, jede pleite gehen. Die haben Manager, die haben einen Chef, die haben normale Produktionsleute. Du brauchst alles in einer Firma und das genauso auch im Islam. Wir brauchen von jeder Sorte alles, damit wir ein richtiges System auf die Beine bekommen. Das müssen wir alle endlich kapieren und jeder Einzelne ist wichtig. Und der Beste von uns ist der Gottesfürchtigste. Kann irgendeiner heute sagen, dass irgendeiner, der hier drinne war, der und der war der Gottesfürchtigste? Kann keiner sagen, außer Allah. Allah kennt die Herzen. Ist egal, wie irgendeiner geredet hat. Ist egal, wie irgendeiner Emotionen hochgeholt hat. Ist egal, ob irgendeiner geweint hat oder nicht geweint hat. Wir können über keinen sagen, der ist der Gläubigste. Allah weiß, wer von uns der Gläubigste ist. Und es kann einer sein, der am unbekanntesten von allen ist. Aber bei Allah bekannt. Und das ist das Wichtige. Das haben die Salaf gesagt. Das ist nicht wichtig, dass dein Name nicht bekannt ist unter den Menschen. Denn wichtig ist, dass du bei Allah, dem Allmächtigen, bekannt bist. Seid ihr nicht bereit, subhanallah, für diese Religion alles zu geben? Ich bin bereit, für diese Religion bis ans Ende der Welt zu geben. Und diese Botschaft zu vermitteln, subhanallah. Weil ich weiß, was das für ein Geschenk ist. Und ich danke Allah, dass er mich überhaupt zum Muslim gemacht hat. Ich danke Allah von Tag zu Tag. Und jeden Tag werde ich stolzer. Wallahi, jeden Tag werde ich stolzer. Und manchmal sind das einfache Gespräche mit Brüdern.
Die erzählen mir ganz einfache Sachen. Oh, guck mal, dieser Baum da draußen und so. Und ich krieg Iman. Es muss nicht immer ein kompliziertes Thema sein. Hier muss sich nicht irgendeiner hinstellen und irgendeine Wissenschaft erklären. Die einfachsten Worte können die Herzen bewegen, subhanallah. Das ist, was wir alle kapieren müssen. Ein jeder kann den anderen bewegen. Ein jeder kann den anderen bewegen. Glaubt daran fest. Die Kuffar haben uns vorgemacht. Die Kuffar haben uns in vielen Sachen etwas vorgemacht. Aber natürlich gehen wir zurück zu unserem edlen Gesandten und dem seinen Gefährten, denn sie sind viel besser. Aber ich meine, in der heutigen Zeit gibt es viele Kuffar, die nicht einstecken, die den Kopf nicht in den Sand setzen. Aber wir, jammern, ich krieg keine Freundin, ich krieg keinen Job, ich habe keine Wohnung, ich krieg das nicht, ich krieg jenes nicht. Wann hast du einmal mit Yaqin deine Hände gehoben und gesagt, Allah, du bist der Allmächtige, ich bitte dich, bei deiner Allmacht, gewähre mir eine rechtschaffene und tugendhafte Frau. Wann hast du das einmal gemacht? Bitte einmal. Ich bitte dich ein einziges Mal. Keine 10, 20 Mal vom Herzen, wo du vielleicht Tränen runterrassen lassen hast. Weil du weißt, dass Allah derjenige ist, der versorgt. Dass Allah derjenige ist, der bestimmt. Der Leben und Tod bestimmt. Wir können gar nichts beeinflussen. Dass ich hier gerade stehe vor euch, das ist von Allah. Jeder, der hier überhaupt stehen darf, ist von Allah. Alhamdulillah. Ich meine, werdet wach. Es gab Menschen, subhanallah. Und das erwähne ich zur Motivation. Es gab Menschen, 27 Jahre im Gefängnis. 27 Jahre im Gefängnis, hat nicht aufgegeben und kommt raus. Und wird Präsident von Südafrika, Nelson Mandela. Und das ein Kafir, subhanallah. Das ist einer, der nicht an unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam glaubt. Aber er hat an seine eigene Sache, an sein eigenes Ziel hat er geglaubt. Wie ist das bei uns? Wie ist das bei uns, wenn wir rausgehen? Hände in der Tasche. Was mache ich heute? Keine Ahnung, was ich heute mache. Das hat ja alles keinen Sinn. Bist Muslim, Bruder. Bist Muslima, Schwester. Was hat keinen Sinn? Dein Leben allein hat Sinn, subhanallah, am allermeisten von allen, weil du Muslim bist. Hebe deinen Kopf und sei selbstbewusst. Und glaube, dass die Hilfe Allahs nahe ist. Denn keiner unter uns, der gerade hier drin ist, keiner unter uns, der sich fünfmal am Tag vor Allah niederwirft, der die Moscheen regelmäßig besucht, hat keine Probleme. Jeder von uns wird von Problemen geplagt. Das ist die Prüfung. Irgendwie muss Allah doch unseren Glauben prüfen. Denkt irgendeiner hier drin, dass er am meisten geprüft ist? Vergiss es. Hier gibt es Brüder unter uns, die haben größere Prüfungen. Und Schwestern, die haben größere Prüfungen. Aber wir denken immer, Nefsi, Nefsi, mich hat's getroffen. Jammer nicht rum, subhanallah. Das ist die Herausforderung in diesem Leben. Habt ihr nicht gesehen, was die Sahaba, was ihnen widerfahren ist? Als der Islam größer geworden ist, sind sie boykottiert worden. Sind wir bereit für diesen Boykott? Sind wir bereit, boykottiert zu werden in diesem Land? Für diese Religion? Denkt ihr, die werden noch jahrelang zuschauen, wie alle den Islam heiter annehmen? Die meisten sagen, ja, ich denke schon, ich denke schon. Irgendwann wird da eine Gegenwehr kommen, weil das ist unsere Prüfung. Das ist einfach so, das gehört dazu. Aber wir müssen dafür bereit sein. Wir müssen endlich mal die Augen aufmachen und die Ohren spitzen. Zuhören, wenn was gesagt wird in Vorträgen. Und nicht nur, wenn ein Handy gerade geringt hat, welche SMS ist das gerade? Oder wer hat mich gerade angerufen? Oder wo habe ich jetzt mein Portemonnaie? Ist das im Auto? Ist das zu Hause? Habe ich das verloren? Wo sind deine Gedanken, wenn du hier reinkommst? Komischerweise meistens nur, wenn du in der Moschee bist, wenn du draußen im Supermarkt bist, wenn du draußen auf der Kirmes bist, wenn du im Fußballfeld bist, interessiert dich das alles nicht. Aber wenn du im Hause Allahs bist, kommt eine Waswas vom Shaitan und sofort bist du weg mit deinen Gedanken, subhanallah. Werd mal so, wie der Bruder gesagt hat eben, werd mal wie ein Baum, werd mal wie ein fester Baum in dieser Religion. Ein Baum, den kein Wind bewegen kann. Kein Wind kann diesen Baum bewegen. So fest müssen unsere Anker für diese Religion sein. Und egal, wer auch zu dir kommt und dich einschüchtert, dass du sagst, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Abu Hamza sagt öfters, seid ihr bereit, vor dem Pharaon zu stehen, um zu sagen, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ich sag euch, lasst uns erstmal bereit sein, vor den Kuffar zu stehen und zu sagen, ich bin Muslim. Und zu sagen, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ohne dass er einen Kopf duckst. Pharaon ist eine große Stufe, subhanallah. Wir sind noch, vielleicht gibt es Leute, die dafür bereit sind. Aber anscheinend die meisten Leute nicht. Möge Allah uns diese Kraft geben. Liebe Geschwister, subhanallah, diese Worte, die sind vom Herzen wirklich. Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, der Prophet Muhammad ist gesandt worden, um alle Menschen zu rufen, zu einem Gott. Zu einem Gott.
damit sie von der Hölle bewahrt werden, damit sie nicht in die Hölle reingehen. Wir sind gerade auch Kandidaten. Wir sind auch Kandidaten. Es gibt zwei Ausgänge, Paradies und die Hölle. Und eins von beiden wird jeden von uns treffen. Und jeder muss über die Sirat. Nehmen wir diese Warnung wahr. Der Prophet, wenn er eine Rede gehalten hat, hat er sogar zu den Anwesenden gesagt, dass sie die Abwesenden ermahnen sollen. So ernst ist diese Sache. Er hat gesagt, die Anwesenden sollen die Abwesenden ermahnen. Allahu Akbar. Die Sache ist ernster als ernst. Wenn Allah sagt, wenn Allah etwas in seinem Buch sagt, dann macht er das nicht einfach so. Das müssen wir wirklich ernst nehmen. Und ich kann euch allen nur sagen, strengt euch an für diese Religion, damit ihr etwas erntet im nächsten Leben. Weil von nichts kommt nichts. Von nichts kommt nichts. Wenn du nichts tust, dann brauchst du auch nichts zu erwarten. Erwartest du, wir kommen durch die Barmherzigkeit Allahs ins Paradies. Aber denkst du, wenn du nichts tust, wenn du wirklich gar nichts tust, dass du unter den Schatten Allahs versammelt wirst? Für deinen großen Mund? Dafür, dass du wenig zu tun pflegtest? Und vielleicht noch hochmütig gegenüber den Zeichen Allahs warst? Ich meine, diese Geschwister 2004, die gestorben sind, sollten uns eine große Lehre sein. Eine große Lehre. Diese Sinnflut, die da gekommen ist, Allahu Akbar, wie die alles niedergeschmettert hat, wie sie wirklich alles in eine andere Erde verwandelt hat. Rettet euch mit euren Taten vor dem Höllenfeuer. Dass wir wenigstens vielleicht mit Pferden über den Sirat rüberkommen werden. Manche, es gibt ja Überlieferungen, manche wie ein Blitz, manche mit dem Pferd, manche werden gehen, manche werden kriechen, manche werden runterfallen. Dass Allahs Pantan uns wenigstens mit Pferdesgeschwindigkeit rübergehen lässt. Wenigstens. Aber dafür müssen wir auch was tun. Müssen wir uns abmühen, müssen wenigstens schwitzen. Ich meine, wir reden von Menschen, die damals, wenn der Prophet ihnen was gesagt hat, wo deren Gliedmaßen nachts im Bett, die waren am Zittern. Sie haben Schüttelfrost bekommen. Warum? Sie haben Schüttelfrost bekommen, weil sie Angst hatten vor Jahannam. Wann hatten wir ein einziges Mal so Angst vor dem Tod? Die nächste Station. Ein einziges Mal. Aber vielleicht hatten wir mehr Angst vor dieser Dunya, die wir hier verlieren. Ja? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle vergeben und ins Paradies eingehen lassen. Liebe Geschwister, keiner ist besser, der hier im Raum ist, als der andere. Aber es ist nun mal so, das, was gesagt wird, müssen wir auch alle gemeinsam umsetzen. Wir müssen alle gemeinsam am Strang ziehen. Wir müssen endlich anfangen, wettzueifern. Nicht im Negativen, im Positiven. Weil draußen auf den Straßen wetteifern sie im Negativen. Wer am meisten Joints zu sich nimmt, wer am meisten Spielothek abhängt, wer am meisten dealt, wer am meisten Freundin hat, wer am meisten Diskothek ist, wer am besten Auto hat, wer die schönsten Klamotten hat, diese Sachen wird gewetteifert. Wir müssen wetteifern im Koran auswendig lernen. Wir müssen wetteifern im Hadith auswendig lernen, im Praktizieren, im Umsetzen, im Rufen zu den Menschen. Dass wir anfangen, für diese Religion uns einzusetzen. Ich meine, subhanallah, noch abschließend, ich weiß, dass die meisten Fußball spielen von uns. Habt ihr euch mal Gedanken gemacht, wie ihr euch abmüht für den Ball, wie ihr da hinterher rennt und ihr wollt unbedingt ein Tor schießen oder das verhindern, dass ein Tor geschossen wird. Wann hast du einmal in deinem Leben so viel Kraft für Allahs Religion gegeben? Kennst du diesen Tag, wo du Fußball gespielt hast, wo du abends in einem Bett lag und du warst voll kaputt und bist direkt eingeschlafen? Wann hattest du dieses Gefühl für diese Religion? Mein Bruder, frag dich das vom Herzen. Möge Allah uns allen vergeben. Jazakumullahu khairan.